Damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde vom Köttelbeckensport. Heute bin ich mal in einem ganz anderen Einzugsgebiet. Und zwar vom Dattelner Mühlbach, Dümmerbach, die Ecke. Ich wollte mir den Krempel mal hier anschauen und bin ja, positiv überrascht, dass er jetzt hier, wie ihr es gerade erkannt habt, den am Dattelner Mühlbach die ganzen Sohlschalen entfernt haben. Zumindest teilweise. Lass uns mal ein kurzes Stück weitergehen. Ich kenne mich hier nicht aus. Das ist auch nicht mein Bereich, mein Gebiet. Aber gucken mal, was man hier so entdecken kann. Na, hier sind überall schon mal die Sohlschalen entfernt worden. Schön. Das scheint mir hier ein RÜB zu sein. Und ich meine, das ist ja auch der Dümmer Bach, der hier in den Dattelner Mühlbach einmündet. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Nur so grob geschätzt. Schön, vorbildlich. Ich wollte eigentlich mal eine kleine Runde gehen. Die Beine vertreten. Solange das Wetter noch mitspielt. So, und jetzt sind wir hier. Am Dümmer Bach. War damals auch eine recht kleine Köttelbecke. Was den Abwasserkanal angeht, da habe ich keine Ahnung von, da bin ich raus. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo fündig werde. So wie es hier aussieht, ist hier nichts. Auf der anderen Seite habe ich auch nichts entdeckt. Auch hier nichts. Hier ist ein Regenüberlauf vom Abwasserkanal Dümmerbach. Nur habe ich von diesem nichts gefunden. Auf hier diesen Schachtdeckel. Unspektakulär. Ich guck mal, ob ich zur anderen Seite komme. Möglicherweise hat diese komische Anlage irgendwas mit dem Überlauf beziehungsweise einen Dümmerbach zu tun. Genauso wie dieser Deckel hier. Nein, steht Fernwärme drauf. Ja. So ist das, wenn man sich wirklich nicht auskennt. Na, ich werde mal einmal zurückgehen. Vielleicht finde ich ja noch was Interessantes.
Ja, das ist tatsächlich der Dümmerbach. Geht da vorne in den, mündet in den Sattelner Mühlbach ein. Aber wie gesagt, ich bin jetzt schon maßlos überfordert. Aber ich werde mal ein bisschen erkunden. Ich habe hier was entdeckt. Möglicherweise kann das ein Zulauf sein oder der Acker selbst. Wir schauen uns das mal kurz an. Das könnte der Zulauf Acker Dümmerbach sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich habe hier in Höhe vom Sportplatz noch was entdeckt, noch einen Zulauf. Vielleicht weiß das jemand von euch. Ungefähr 100 Meter von hier entfernt ist das Regenüberlaufbecken und der Dümmerbach. Also der Dattelner Mühlbach Acker selbst ist es schon mal nicht. Dafür ist er zu klein und hat zu wenig Abwasser. Zur Rechten von mir ist wieder der Dattelner Mühlbach. Ich bin bewusst außerhalb des Stadtgebiets. Mit der Hoffnung, dass ich auf einen größeren Kanal treffe, den ich euch zeigen könnte. Aber bis jetzt habe ich leider keinen Erfolg. Leider. Hier ist er auch noch in Sohlschalen eindeutig zu erkennen. Hier war mal eine böse Abwassereinleitung, die ist natürlich jetzt zu. Ja, jetzt frage ich mich, rechts oder links? Also das hier definitiv. Nicht. Und das auch nicht. Das sind höchstens Zuläufe. Ich hätte jetzt gedacht, hier hast du so einen offiziellen Radweg, wie an der Emscher oder an der Seesäcke. Aber dem ist leider nicht so. Das ist ein kleiner Zulauf. Hier hinterm Zaun da wieder die EGLV. Gullideckel, der nicht. Mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück.
So, hier ist kein Schmutzfänger drin. Könnte man mal gucken. Ja. Wie ich es mir gedacht habe. Das ist nichts. Komplette Trasse entlang. Ist nichts. Aber hier ist so eine verlassene Bude. Sieht aber interessant aus. Hi. Da ist doch was. Kann sein, muss aber nicht. Wo hast du deinen AK? Hier wird aber fleißig gearbeitet. Wenn man sich das hier alles mal so anschaut. Vielleicht auf der Seite. Oder auf der Seite. Ich weiß es nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch hier ist der Datteln am Mühlbach schon naturbar umgebaut worden. Naturnah umgebaut worden. Wahnsinn. Geh mal gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich hier verlaufen. Na, da war so ein Fußweg. Keine Barke davor. Nichts. Jetzt stehe ich hier mitten auf der Baustelle. Das ist natürlich auch klasse. Ich habe einen Plan B. Ich fahre jetzt mal woanders hin. Vielleicht habe ich ja dann Glück.